der Länderspielpause geht es weiter heute gegen Frankfurt. Bin mal gespannt. Letztens 3-1 hier zu Hause gewonnen. Gibt es auch Video. Heute schauen wir mal. Ungefähr 8000 Frankfurter sind angesagt. Nah.
Vor zwei Wochen nahm der terroristische Anschlag der Hamas auf die israelische Bevölkerung und den Staat Israel seinen Anfang. Wir sind erschüttert über diesen schrecklichen Angriff und die Geschehnisse vor Ort. Fußball ist ein völkerverbindender Sport. Deshalb stehen wir alle ein für ein friedliches Miteinander, für Respekt und für Toleranz. Heute möchten wir gemeinsam den unschuldigen Opfern und ihren Angehörigen gedenken. Wir bitten um einen Moment des Innehaltens als Zeichen für den Frieden. Vielen Dank.
Torschütze mit Nummer 15, der jetzt ist hier. Heute.